Am 7. November hatte das Community-Projekt begonnen. 3 Tage später sah es bereits so aus, als wäre die gesamte Karte bald komplett erobert. Die Allianz BMG-01 in der oberen linken Kartenecke hatte vor allem mittelprächtige Basen der unteren Level mit Flagge. Das waren sehr geeignete Übungsziele, denn eine Allianz, die im Wesentlichen aus Nicht-Gold-Spielern besteht, muss das Zusammenspiel erst einüben. Viele hatten vorher noch nie eine Basis mit Flaggen erfolgreich angreifen können. Was für routinierte Spieler so simpel erscheint, ist für eine große Anzahl sehr kleiner Spieler durchaus eine Herausforderung, auch wenn das Ziel nur 12 Verteidigungstürme hat. Viele Spieler in unserer Allianz Community haben hier erstmals eine Helikopterbasis. Sie wurden als Nicht-Gold-Spieler in anderen Allianzen immer ruckzuck verdrängt. Im Community-Projekt konnte jeder jeden Basistyp haben. Einzige Bedingung war Flaggstufe 2 und Flagge setzen. Das geht auch ohne Geldeinsatz sehr gut. Neben den vielen kleinen Spielern gab es allerdings auch einige große Spieler. Einer davon war UK Force. Einer der Co-Leader hatte ihn früh eingeladen, obwohl dies eigentlich nicht im engeren Sinne des Community-Projekts war. Dennoch hatte ich nicht eingegriffen und so kam der ursprüngliche Gegenspieler dann zu uns. UK Force brachte sich mit enormen Truppenmengen ein. Einige Spieler, wie beispielsweise Jo50 und Paco, waren extra zu uns gekommen, um das Projekt zu unterstützen. Ich finde das ganz klasse, dass erfahrene Spieler sich einsetzen, damit auch die ganz kleinen Spieler mal ein richtiges Spielerlebnis haben. Dafür an dieser Stelle schon mal meinen ganz herzlichen Dank an Paco und Jo. Meine Sorge war allerdings, dass der Angriff durch die Hilfe der starken Spieler den Nicht-Gold-Spielern zu einfach vorkommen könnte. Man kann nur an wirklich schwierigen Aufgaben dazulernen. Als die Basis fiel, war klar, dass wir noch so viel Material hatten, dass wir den Kampf mühelos nochmals machen konnten. Also griffen wir eine weitere Basis an. Mit unseren ganzen Pumas, 2S7 und Smash als Basekiller sowie einer Menge Kanonenfutter war diese Art Basis für das Team ganz offensichtlich keine Herausforderung mehr. Wir mussten uns also für den nächsten Abend ein wesentlich schwierigeres Ziel aussuchen. Das wartete in Form einer Basis des Spielers Daso auf der anderen Seite der Map. Würden wir diese Basis dann auch schaffen? Das werden wir dann in der nächsten Folge dieser kleinen Reihe zum Community-Projekt sehen.